Hallo Pilzfreunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Pilzvideo für dieses Jahr. Ich bin heute hier im Chemnitztal unterwegs. Die Chemnitz ist dieser Bach hier drüben und ich schaue mich einfach mal ein bisschen um, was jetzt im zeitigen Frühjahr vielleicht an Pilzen zu finden ist. Nehme euch wieder ein Stückchen mit und wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Film. Es ist natürlich um diese Zeit noch nicht allzu viel los im Wald, vor allem was Speisepilze betrifft. Ja, die Morchelsaison beginnt jetzt oder in manchen Gegenden lässt sich schon gut was finden. Leider ist es so, dass bei uns keine so gute Morchelgegend ist. Also ich habe meine letzte Speisemorchel doch schon vor einigen Jahren gefunden. Ist schon lange her, damals in einem Park. Das ist auch ein guter Standort für Morcheln. Ja, die Werbel lässt sich jedes Jahr hier blicken. Ist bis jetzt noch nicht zu sehen gewesen. Ich bin letzte Woche mal schauen gewesen. Also ich bin heute hier, wie gesagt, in diesem Tal unterwegs von diesem Bach und werde natürlich links und rechts mal schauen, ob es irgendwas Pilziges zu finden gibt. Und so eine Touren um die Zeit sind für mich vor allen Dingen immer Fototouren. Ich bin also hier immer mit der Kamera unterwegs und versuche ein paar schöne Fotos zu schießen, weil wie gesagt Speisepilze sammeln jetzt um die Zeit noch nicht so doll ist. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man jetzt finden kann. Wie gesagt, die Morchelzeit läuft jetzt an. Dann kann man im Fichtenwald Fichtenzapfenrüblinge finden. Mitunter wachsen die sehr zahlreich in manchen Jahren. Die lohnen sich also auch geschmacklich, muss ich sagen. Habe ich auch schon probiert. Aber bis jetzt habe ich auch noch keine erspähen können. Also wie gesagt, es geht dieses Jahr recht langsam los. Liegt sicherlich auch an dem strengen Winter, den wir hatten. Also wir hatten wirklich einen sehr intensiven Winter mit viel Schnee, langem Frost. Also auch die letzte Nacht hatten wir jetzt nochmal Nachtfröste. Es ist also immer noch nicht richtig warm bei uns und so tut sich die Natur im Moment noch ein bisschen schwer, hier in die Gänge zu kommen und der Frühling ist noch nicht richtig da. Also trotzdem, wie gesagt, bin ich gerne unterwegs, versuche mal Fotos zu schießen. Es gibt ja immer irgendwas zu finden und wir werden mal heute schauen, ob sich irgendwas Interessantes zeigt, was ich euch auch hier mit mal zeigen kann. Also hier an dem liegenden alten Holz ist doch tatsächlich etwas zu finden. Ja, das sind so schwärzliche, gallertartige Pilze. Das ist auch ein Pilz, der wirklich schon zeitig im Jahr erscheint. Also einer mit der ersten Pilze auch nach der Schneeschmelze, die man finden kann. Der gehört zu den Drüslingen. Das ist hier der abgestutzte Drüsling. Die Farben sieht man hier ganz gut, also der sieht so schwärzlich aus, gallertartig und hat so eine becherartige Form. Hier gibt es noch einen nahe verwandten Pilz, der auch recht häufig ist. Das ist der warzige Drüsling. Mal sehen, ob wir den heute auch noch finden. Oft findet man die direkt nebeneinander am gleichen Substrat. Also hier sind eine ganze Menge von denen. Also nach denen könnt ihr auf jeden Fall mal Ausschau halten. Die sind jetzt gut zu finden, ist allerdings kein essbarer Pilz, also nur was fürs Auge oder eben um ein schönes Foto zu machen. Für dieses Jahr habe ich mir hier auf meinem Kanal einiges vorgenommen. Auf jeden Fall werde ich weiter die Videovorschläge von euch abarbeiten. Da waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. Mit den Themen werde ich mich auf jeden Fall beschäftigen. Also es wird also mit Spezialvideos hier weitergehen zu den Themen, wie gesagt, die ihr vorgeschlagen habt. Mal schauen, was sich im Laufe des Jahres so ergeben wird. Ich hoffe mal für alle auf ein ganz, ganz tolles Pilzjahr. 2016 war zumindest hier bei uns wirklich ein fantastisches Jahr, also so gut wie lange nicht mehr. Und ich hoffe mal 2017 wird eine ähnliche Geschichte. Dann gibt es natürlich wieder eine ganze Menge Videos von mir. Hier habe ich etwas gefunden, was direkt mit einem Pilz zu tun hat. Das ist ja, ein Ast, der hier eine ganz besondere Zeichnung hat. Man sieht es hier, sowas nennt man Giraffenholz. Durch dieses auffällige Muster, was ein bisschen an die Fellzeichnung einer Giraffe erinnert. Ja, das wird durch einen Pilz verursacht.
diese weißlichen Verfärbungen entstehen durch das Myzel. Hier kommen auch mehrere Arten in Frage. Hier sind wir in einem Ahornwald und das ist Ahornholz und hier kommt die langstielige Ahornkeule in Betracht, die dieses Muster verursacht. Hier müsst ihr einfach mal drauf achten, wenn ihr unterwegs seid. Wie gesagt, vor allen Dingen bei Ahorn lohnt sich die Suche danach zu schauen. Und sieht ganz interessant aus und ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Fotomotiv. Wenn ihr in dieser relativ pilzarmen Zeit unterwegs seid und mal Ausschau haltet nach Fotomotiven, dann achtet mal auf solche Totholzhaufen. Hier lässt sich eigentlich immer irgendwas finden. Also an so einem verwitternden Holz lässt sich eigentlich immer irgendetwas erspähen. Also wir werden mal hier ein bisschen rangehen. Also hier oben, das sind Pilze, die sich vielleicht lohnen würden für ein Foto. Hier unten ist etwas zu finden. Also hier kann man eigentlich immer mal schauen. Irgendwas lässt sich finden. Ja, auch hier in diesem Totholzhaufen lässt sich wieder ein Ast finden, der eine sehr schöne Struktur hat. Wieder so ein Giraffenholz. Also sowas, wie gesagt, immer ein schönes Fotomotiv. Einfach mal die Augen offen halten und dann könnt ihr solche Sachen auch ganz leicht finden. Ja, so ein Laubwald und Laubmischwald in Wassernähe, so wie hier, ist natürlich der ideale Standort für Morcheln. Also jetzt um die Zeit könnt ihr da losgehen. Also auch hier sollten eigentlich welche zu finden sein. Trotzdem hatte ich hier auch noch nie das Glück. So ist das eben manchmal. Die Speisemorchel bevorzugt auch eher kalkreichen Boden. Das ist hier eben nicht der Fall. Wir haben hier keinen Kalkboden. Und die Spitzmorchel ist nicht ganz so wählerisch. Die findet man ja auch in sauren Kiefernwäldern mitunter. Aber auch da habe ich noch kein Glück gehabt. Wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, mein letzter Speisemorchelfund liegt schon wirklich eine etliche Jahre zurück. Damals in dem Park gefunden. Ja, Parkanlagen sind auch ein guter Standort für Morcheln. Ja, neben Speisemorchel und Spitzmorchel kommt auch noch die Käppchenmorchel vor. Die ist dann doch etwas zierlicher. Bei uns hier eher die böhmische Werbel zu finden. Wie gesagt, die habe ich ja auch schon in meinen Videos gezeigt. Vielleicht klappt es auch dies Jahr wieder. Ansonsten auf den gleichen Standorten wie die Speisemorchel wächst auch der Morchelbecherling. Auch ein feiner Speisepilz. Ja, das sind alles Sachen, die kenne ich mehr oder weniger nur aus der Theorie. Leider in der Praxis mir noch nicht untergekommen. Oder eben, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren mal. Vielleicht habe ich doch mal das Glück, ich gebe es nicht auf. Ich bin weiter unterwegs, im Frühjahr natürlich auch immer durch den Wald. Kamera ist immer dabei. Und wenn es mal klappt, gibt es natürlich ein Video. Ich drücke euch allen natürlich die Daumen, dass ihr vielleicht mehr Glück habt, was die Morchelsuche betrifft. Es gibt schon ganz tolle Fundberichte auch im Internet zu finden. Also wie gesagt, bei uns hier lässt sich bis jetzt zumindest noch nichts vermelden. Also wie gesagt, ich drücke euch die Daumen auf euren Touren. Vielleicht habt ihr mal Glück und lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen, wenn es bei euch mit Morchelfunden vielleicht schon klappt. Na, wer sagt's denn? Hier hat sich jetzt der warzige Drüßling finden lassen. Man sieht ja, der hat eine ganz andere Struktur. Also man hat hier so, naja, so eine gekräuselte Struktur, so hirnartig gewunden präsentiert er sich hier. Also ist natürlich auch kein Speisepilz, aber immer ein tolles Fotomotiv. Den lichte ich immer ganz gerne mal ab. Also jetzt um die Zeit, im zeitigen Frühjahr, ist der hier zu finden. Wenn man auf der Suche nach Fotomotiven ist, kann man natürlich um die Zeit immer die Augen aufhalten, nach Porlingen, Rindenpilzen und ähnlichen Sachen. Da lässt sich eigentlich immer irgendwas finden und der Formen- und Farbenreichtum ist da schon gewaltig, was man da finden kann. Also da lässt sich eigentlich immer irgendetwas finden. Gibt ja viele mehrjährige Porlinge, die sind eigentlich immer zu finden und wie gesagt, da mal die Augen offen halten und da lässt sich eigentlich immer irgendein interessantes Fotomotiv finden. So, Pilze.
Freunde, ich mache jetzt noch mal einen Abstecher in das Neißetal. Das ist nicht weit weg vom Chemnitztal. Und ich werde mal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht lässt sich hier auch noch was Pilziges finden. So, und wenn es mal keine Speisepilze zu finden gibt, dann kann man mal um die Zeit Ausschau nach Bärlauch halten. Also der ist bei uns jetzt auch da. Ich kenne da so zwei, drei Stellen, wo sich's lohnt. Also hier im Neißetal steht er auch ab und zu. Ja, wir hatten gestern schon eine Menge gefunden, deswegen bleiben die jetzt hier heute stehen. So, ich bin jetzt hier auf dem Neiße-Radweg unterwegs. Der führt hier entlang der Neiße. Und in solchen Auwäldern wie hier sollte es eigentlich Morcheln geben. Vorhin haben wir ja Bärlauch gefunden und der ist eigentlich ein Indikator für Morchelvorkommen. Aber leider hat das hier noch nie geklappt. Ich bin ja des Öfteren hier unterwegs. Wir sind hier ab und zu auch mal wandern in dem Gebiet. Aber Morcheln haben sich hier bisher noch nie blicken lassen. So, Pilzfreunde, das soll's für heute und an dieser Stelle mit dem Video gewesen sein. Das einfach mal heute als kleinen Auftakt für die Pilzsaison 2017. Ich hoffe mal für uns alle, dass es ein tolles Pilzjahr wird. Dann gibt es auch viel Videos von mir hier auf dem Kanal. Und ja, ich drücke euch natürlich auch allen die Daumen, dass ihr immer volle Körbe habt und einfach auch mal ein paar interessante Sachen findet. Wen es interessiert, wenn ich mal auf Fototour bin, sich die Fotos anzuschauen, brauche einfach nur bei Facebook vorbeischauen. Da poste ich eigentlich immer die aktuellen Fotos, die ich so gemacht habe. Also wenn es einfach mal nur für Fotos lohnt, könnt ihr dort mal vorbeischauen und schaut euch die Bilder an. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und vielleicht sehen wir uns bei meinem nächsten Pilze-Video wieder. Und bis dahin, tschüss!